Spiel hatte mehrere Phasen. Wir haben sehr gut angefangen. Dann hatte Oldenburg eine gute Phase, wo die gedrückt haben, dann auch das Tor erzwungen haben. Aber ich denke, im Großen und Ganzen geht das auf jeden Fall verdient. Wir haben immer wieder Nadelstiche gesetzt und ja, wie gesagt, am Ende auf jeden Fall ein verdienter Sieg für uns. Wir müssen auf jeden Fall den Schwung mitnehmen. Also zwei Siege jetzt, drei Pflichtspielsiege, ja. Zwei in der Liga, auf jeden Fall den Schwung mitnehmen ins nächste Spiel und es geht wieder von null los. Danke. Ich glaube, wir hatten ein sehr hartes Spiel heute, ein sehr umkämpftes Spiel, wo es Oldenburg auch echt richtig gut gemacht hat, gerade die 20 Minuten vor der Halbzeit. Und dann umso schöner, wenn man es dann so erlösen kann, den ganzen Druck, der ist dann, glaube ich, abgefallen. Das hatten wir bei der ganzen Mannschaft gesehen. Klar, es ist ein ekliges Spiel, gerade mit vielen langen Bällen von beiden Seiten, wo du wenig im Mittelfeld einen Ball hattest. Und dann kann es immer in eine Richtung gehen. Ich glaube, das hat man gerade beim 1-0 gesehen, wie schnell das 1-1 gefallen ist dann. Aber ich glaube, wir haben dann auch unsere Philosophie festgehalten und letztendlich verdient das Spiel zu Ende gebracht irgendwie. Ich glaube, wir haben einiges gut zu machen. Ich glaube, auch wenn man gesehen hat, wie viele Fans mitgekommen sind heute, ist es aber, glaube ich, ein guter Schritt in eine Richtung, wo wir auf einem guten Weg sind. Das ganze Team, das ganze Verein, glaube ich auch.